Herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Commander Keen Teil 6. Ich habe herausgefunden nun, wie man zu diesem Key kommt. Und zwar ist die Sache ziemlich simpel. Ich werde euch mal zeigen, wie eigentlich die Sache aussehen sollte im Idealfall. So, erstmal hier runterfliegen. Ja, wir kennen ja die ganze Sache jetzt hier schon mal. Ich bin unfähig. Simple Dinge zu erledigen. Und zwar hat dieser Switch hier irgendwie kaum Auswirkung auf den ersten Lift. Deswegen ist dieser Switch unten. So. Ich weiß auch nicht, was diese Zeichen zu bedeuten haben. Und dieser Switch ist hier ebenfalls nach unten. Und wenn beide unten sind. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Dann, hat sich jetzt nun der zweite Lift, so gesehen, jetzt angemacht. Also ich habe mir dann gerade nur so gedacht, eventuell hat das mit der Kombination dieser Schalter irgendwie irgendwas zu tun. Und tatsächlich, ich habe das einfach einfach so gemacht, dass ich jetzt beide runtergedreht habe. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Das erschien mir so irgendwie richtig. Und dann gucke ich so, oh, der bewegt sich ja. Ja, bitte, du. Okay, lasst mich jetzt mal hier durch. Ich muss jetzt hier mal zu diesem komischen Übergang da. Okay, komm du runter, du Ding. Ich kenne dich. Ich kenne dich viel zu gut. So. Oh, oh. Okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle speichern wir jetzt nun wieder mal ab. Genau, den Zwischenspeicher, den benutzen wir jetzt mal. So, wir gehen jetzt mal runter zu dem Switch. Switch, ich meine, ich sehe jetzt nur noch mehr Switches. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich alle Parts, die bisher waren, an einem Tag jetzt hier aufgenommen habe. Und die Musik, die macht mich einfach wahnsinnig. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Bah! Was ist das denn? Was passiert jetzt? Ich mache einfach alles umgekehrt, wie es war. Ich habe einfach jetzt gerade alles umgekehrt gemacht, wie es sein soll. Ja, ich bin am Ausprobieren. Ich bin am Ausprobieren. Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr wollt mich jetzt alle trollen. Fertig. So. Ich glaube, ich muss mit dem Pogo-Stick darauf springen. Also. Oh, jetzt habe ich das umgeändert. Das ist doch scheiße. So. Das soll. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch ist. Ist mir auch im Prinzip richtig. Oh nein. Jetzt muss der Absprung noch richtig. Nein! Oh. Ich gehe mal da langsam hin. Was ist damit? Alter! Okay. Immer nur das Positive sehen, bitte. Immer nur das Positive. Und zwar... Aha. Dass wir zumindest wissen, dass dort Ende im Gelände ist. So, ich speichere jetzt mal an dieser Stelle. Ich hab keinen Bock, mich jetzt da nonstop hinauf zu quälen. Das ist nicht meine Art. Wartet. Okay, war das offen? Ich nehme an, ja. Warum kann ich an dieses Ding nicht einfach ran? Warum wird mir das verwehrt? Ganz. Oh nein, nicht Welt 2. Da wollen wir nicht wieder zurück. Ich bin noch nicht Miss Sugar. Oh, okay. Wir gucken einfach, was hier oben ist. Ich habe keine Ahnung, was gerade macht.
mach das jetzt hier mal. Was ist da passiert? Okay, das ist zu. Das war's jetzt, oder? Nee. Puh, Gott sei Dank. Aha! Jetzt habe ich diesen Switch hier angemacht. Diesen Switch. Nein. Nein! Wisst ihr was? Ich springe jetzt erstmal hier hin. Okay, da kann ich mich auf jeden Fall mal nicht anhalten. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so überhaupt nicht. Komm! Wieso? Jetzt. Oh, den habe ich vergessen. Okay. Also weit fährt das Ding nun mal nicht. Oh nein, Keen. Hab keine Leiden. So, ich speichere jetzt hier mal jetzt auch ab. Keen hat hier viel zu große Leiden, meiner Meinung nach. Hier in diesen Ecken, ich weiß nicht, was da verbuggt wurde. Aber es scheint mir nicht allzu gesund zu sein. Nein. Was ist das denn wieder für eine Aufschrift? This is the second biggest sandwich I ever saw. Es gab schon so ein Sandwich? Wann gab's denn bitte schon so ein fettes Sandwich? Ich verstehe es nicht, aber ich glaube, ich muss es auch nicht verstehen. Okay. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Witz, aber ich verstehe nicht. Ich bin zu hohl dafür. So. Das heißt, wir sind nur wegen diesen Sachen hier hingekommen. Okay, das bedeutet, auch diese Welt haben wir jetzt geschafft. Manche Welten sind einfach nur so aufgebaut, dass man eigentlich nichts macht, außer irgendwelche Items einzusammeln. Also ich bin da selber so ein bisschen Fragezeichen wie ihr. Okay, hier rechts sind wir gewesen. Werde die Ist das nicht das Item, welches wir in den ersten Welten aufgehoben haben? Ich glaube, damit sind wir jetzt hier hochgekommen. Also so, genau, ein Seil und ein Hook. Also ein Haken. Was habe ich im letzten Part gesagt? Säbel. Nee, ein Haken und ein Seil. Okay. Und damit kommen wir jetzt hier. Ach, erkennt ihr dieses Zeichen noch? Also nur für die, die eventuell Commander Keen Teil 4 gesehen haben. Da gab es in einer Welt Pyramiden. Ich glaube auch mit so einer Hand oder so. Also ich sehe mich zuerst mal um, was es hier so gibt. Oh nein, schon wieder irgendeine Fabrik. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche so eine Bzzz-Musik wieder. Können wir das zuerst machen? Das sieht mir so sympathisch aus. Was ist das jetzt? Welt Nummer 4? 5? Ich glaube 6. Upsala, ich glaube. Ja, der Nummernblock, der funktioniert hier nicht. Man muss noch die alten Nummernzahlen hier benutzen. Wie viele Vivas haben wir denn? 14? Okay, ich taste mich nur sehr, sehr weich und langsam voran. Yes! Viva forever, sag ich doch. Okay, dafür brauchen wir wieder sicherlich eher einen Switch.
Ja, das funktioniert nicht so einfach, wie man es sich eventuell denkt. Okay, da unten ist auch so ein Viech. Das war knapp. Ich versuch's einmal so. Ich weiß nicht, was diese Dinger machen. Oh Gott, hier unten geht's auch noch weiter. Ich werde mal hier zwischenspeichern auf Lea, weil ich bin mir nicht sicher, was ich hier mache und ob die Switches hier auch überhaupt alle richtig sind. Oh. Das sieht unheimlich giftig aus. Nö, die nicht. Oh, das war doch scheiße. Das war doch scheiße, ganz im Ernst. Das war doch ganz scheiße. Das war scheiße. Ich könnte mich jetzt wiederholen. Nonstop. Okay, versuchen wir es noch einmal. Ich weiß ja nicht, wohin uns das bringt. Aber was richtig scheiße wäre, ist, wenn wir wieder zurück an Level Anfang gehen müssten. Okay, roter. Oh! Okay. Das hat mal funktioniert. Schnell nach oben gucken. Okay, einige Monster gibt es jetzt hier. Wesentlich mehr als in den letzten Leveln. Okay, die gelben, scheinen die auch nur zu schubsen? Ich meine... Was ist denn das hier? Das scheint ja das Exit zu sein, dieser Welt. So, du schubst mich jetzt hier nicht runter. Welche Farbe hat der noch einmal? Okay, das war gut, weil ich diese Schüsse eigentlich brauche. Okay. Okay, bei diesem haarigen Kakteen. Haarigen Kakteenmonster mit Keule. Okay, gelber Kristall. Gelber? Was war das? Gelber und roter. Oder war es doch grün? Ich weiß nicht. Ich werde langsam farbenblind. Hier müssen wir auch noch hin. Ich frage es nur, wie. Ich glaube, die Antwort auf diese... Ah. Seht ihr, was ich gesehen habe? Eine dieser Plattformen hat sich bewegt. Okay, doch. Es ist gelb und rot. Ein fahrbarer Untersatz. Okay, keine Panik. So. So, wir werden jetzt mal wieder hier zwischenspeichern, denn wir haben ja jetzt so einigen Weg hinter uns. Genau, es gibt ja hier noch einen Weg. Aber wisst ihr was? Ehrlich gesagt interessiert mich, was hier unten ist, wesentlich mehr. Wisst ihr? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwas ist. Irgendwas Wichtiges? Nee. Ein paar Vivas und... Und ein paar Punkte. Okay. Ich dachte irgendwas Wichtiges oder so. Ich weiß auch nicht. Okay. Na. Pogo! Hilf uns, Flieg und Sieg. Hier oben gab es auch nichts mehr, oder? Weil ich habe das so vergessen, irgendwie mir einzuprägen. Gut. Abgespeichert. Und jetzt geht's wieder mal hier hoch. Okay. Ah! So weit da unten muss es nun mal nicht gehen, aber. Das scheint ja kein anderer Meinung zu sein. So, ich warte mal. Verdammt. Wie komme ich jetzt hier rüber? Ich bin, glaube ich, der unbegabteste Mensch in Sachen Einschätzungsvermögen bei
Jump'n'Run spielen. Nee, der möchte sich da auch nicht irgendwie anhalten oder so. Ich glaube, ich brauche echt da den Pogo-Stick. Shit. Shit! Nein, nicht nach unten. Ach komm, Keen, jetzt sei doch nicht so scheiße zu mir. Nee, ich bin einfach zu unbegabt dafür. Nee, der haut sich den Schädel an. Komm. Wie komme ich hier hoch? Ah. Mit Gemütlichkeit komme ich hier hoch. Mit Gemütlichkeit und ohne Stress. So, du tschüss. Seit wann droppen hier Monster irgendwelche Keys? Ich würde sagen, willkommen bei Commander Keen Teil Nummer 6. Auch Monster droppen was. Okay. Ich hab's verstanden. Okay, das macht die Sache nicht unbedingt einfacher, finde ich. Na? Oh mein Gott! Oh, mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, wie denn auch? Bitte lad schnell die Welt, denn ich möchte weitermachen. Oh. Come on! Und schon kommt der Key aus seinem Po gekrochen. Oh, ich mache statt Eiern. Ich bin ein Bock-Bock-Huhn und gebe statt Eiern einen Key. Bah. Alles, was grün ist, erzeugt jetzt momentan bei mir Panik. Ha! Ihr seid kaputt? Wetten, der droppt uns jetzt den gelben Key? Treffen müsste man nur noch können. Okay, jetzt müsste ich nur noch wissen... War das hier? Mit der Tür? Ich glaube schon. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon, dass es hier mit der Türe war. Bam, 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 bam. Aha! Nein! Doch andere Richtung. So. Zack. Okay, da ich jetzt nicht weiß, was mich erwartet, speichere ich jetzt mal ab. Wir machen das jetzt auf dem offiziellen Zwischenspeicher. So, wir gehen jetzt zurück kurz noch zum Spiel. Und bevor wir diesen Switch betätigen, muss ich leider sagen, dass die Partdauer jetzt zu Ende ausläuft. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben also einiges jetzt nun gesehen und einige Welten jetzt noch beendet, alles auch angefangen und vor allem finde ich, dass das mit dem Sandwich, das verstehe ich noch nicht, aber vielleicht werde ich das später verstehen, vielleicht ist es auch wieder so eine Rope-Hook-Sache, also Rope-Hook, ihr wisst schon, Seil- und Haken-Sache, keine Ahnung, die uns jetzt hier weitergeholfen hat. Ich habe komplett keine Ahnung, was uns noch erwartet. Es ist richtig bleit, ich finde es langsam total lustig hier. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann!